Hi zusammen, ich habe hier das Huawei Ascend Y530 für euch, das ich euch einfach mal kurz vorstellen möchte. Und zwar ist es das neueste Einsteigermodell von Huawei und liegt meistens so um die 100 Euro. Also wirklich was ganz Günstiges für denjenigen, der gerade das erste Smartphone zulegt oder einfach nicht mehr ausgeben möchte. So, schauen wir uns das Gerät einmal fix von außen an, was wir dann Anschlüssen haben. Und zwar haben wir einmal hier unten die kapazitive Menüleiste, sprich Zurück, Home und Menübutton. Wir haben hier oben eine Frontcam mit 0,3 Megapixel und einmal die Hörmuschel. Dann auf der Unterseite ein Micro-USB-Anschluss und das Mikrofon. Auf der linken Seite die Lautstärkewippe und den Powerknopf. Und oben dann zu guter Letzt den Klinkenanschluss für Kopfhörer oder Headset. So, auf der Rückseite dann einmal die Kamera mit 5 Megapixeln, kleine LED-Blitz daneben und der Lautsprecher noch. Und man kann hier auch die Rückseite abnehmen. So. Das geht immer ein bisschen schwierig. So, und dann haben wir hier direkt auch den Akku. Der ist, wie man sieht, einfach austauschbar. Also kann man ganz normal herausnehmen. Hat 1750 mAh Kapazität. Hier haben wir den SIM-Einschub in Normalgröße, sprich Standard-Mini-SIM, kein Micro oder Nano. Dann Micro-SD-Slot mit für Karten bis 32 GB. Und ja, den Rest hier oben sieht man noch mal ein bisschen mehr den Lautsprecher. Aber ansonsten viel mehr ist hier schon gar nicht mehr, was man so von außen sehen kann. So, und dann geht es wieder zu. So, dann vom Technischen her, wir haben hier letztlich ein 4,5 Zoll Display, sogar ein IPS-Display mit 854 x 480 Pixeln Auflösung. Wir haben einen Qualcomm Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz. 512 MB Arbeitsspeicher und 4 GB internen Speicher. Ja, also davon sind es so ungefähr 1,3 GB noch für den Nutzer frei. Ja, also ganz 4 GB kann man da eben nicht selbst noch verwenden. Ja, von Optik her, wie man jetzt hier schon sieht, wir haben Huaweis eigenen Launcher drauf, die Emotion UI. Ja, äußert sich dadurch, wir haben zum Beispiel keinen App Drawer hier unten, wo eben alle Apps drin liegen, sondern die liegen komplett hier auf den Homescreens verteilt. Erinnert alles so ein bisschen an Apples iOS von der Optik her. Das ist so ein bisschen nachempfunden, das Ganze. Ob man es schön findet oder nicht, muss man natürlich selbst entscheiden. Was aber ein schönes Detail ist, gerade für diejenigen, die jetzt mit der normalen Ansicht nicht ganz so gut klarkommen, wie jetzt beispielsweise ältere Nutzer oder eben auch jüngere Nutzer, wie Kinder oder ähnliches, hat Huawei hier direkt einen zweiten Homescreen oder einen zweiten Launcher mit installiert, der das Ganze eben ein bisschen vereinfacht. Also wir haben einen Kalender, wir haben sehr große Menütasten, also für die gängigen Apps. Man kann sich hier auch selbst noch Apps reinlegen, also dass man das Ganze dann sag mal, wirklich einfacher nutzen kann, ja, also eine bessere Übersicht hat, auch wenn man es zum Beispiel nicht mehr ganz so gut sehen kann. Ja, können natürlich auch dann direkt wieder zurück zum Standardbildschirm. Und wie man gerade gesehen hat, die Schrift ist auch extra ein bisschen größer gehalten, dass man es eben einfacher bedienen kann. Ja, Android an sich läuft hier in Version 4.3, also nicht wirklich alt, aber auch nicht wirklich neu. Ja, also ein Update könnte es auf jeden Fall vertragen auf 4.4, einfach wegen der Arbeitsspeicheroptimierung, weil eben die neueste Version das einfach besser unterstützt mit 512 MB Arbeitsspeicher. So, ja, so viel erstmal zum Huawei Y530 und dann bis zum nächsten Mal.